is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wagt es, anders zu sein. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die Warnung, dass der Menschensohn bald in den Wolken des Himmels kommen werde, ist für viele eine altbekannte Geschichte geworden. Sie warten und wachen nicht mehr. Was sich in ihrem Leben zeigt, der selbstsüchtige, weltliche Geist, offenbart ihr innerstes Empfinden. Mein Herr kommt noch lange nicht. Dieselbe Selbstsucht und Anpassung an weltliche Sitten, wie sie damals bei Noah herrschte, gibt es auch heute. Viele, die behaupten, Kinder Gottes zu sein, verfolgen ihre weltlichen Ziele mit einer Intensität, die ihr Bekenntnis Lügen straft. Sie pflanzen und bauen, sie kaufen und verkaufen, sie essen und trinken, sie heiraten und lassen sich heiraten, bis zur letzten Minute ihrer Gnadenzeit. Viele Gläubige befinden sich in diesem Zustand. Das Herz wird mir schwer, wenn ich den großen Mangel an echtem geistlichen Leben bei uns erkenne. Die Sitten und Gebräuche der Welt, der Stolz und die Vergnügungssucht, das Verlangen nach äußerem Prunk, nach extravaganter Kleidung oder besonders schönen Häusern und Grundstücken. Das alles beraubt die Schatzkammer Gottes. Denn dadurch werden Mittel zur Befriedigung des eigenen Ich verwandt, die eigentlich eingesetzt werden sollten, um das Licht der Wahrheit in die Welt hinauszuschicken. Die Kinder des Lichts und des Tages sollen sich auf keinen Fall in die Schatten der Nacht hüllen und die Finsternis auf sich herabziehen, von der die gesetzlos Handelnden umgeben sind. Im Gegenteil, sie sollen treu auf ihrem Posten stehen und ihre Pflicht als Lichtträger erfüllen, indem sie Licht von Gott beziehen und es auf die im Dunkeln Weilenden ausstrahlen. Der Herr fordert von seinem Volk, dass es seine Rechtschaffenheit behält und nichts mit den Gebräuchen der Gottlosen zu tun hat, sie also nicht nachahmt. Christen werden in dieser Welt ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums sein, das die Wohltaten dessen verkündigt, der es aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht gerufen hat. Dieses Licht darf nicht trübe werden. Es soll immer heller leuchten bis zum vollen Tag. Die packende Wahrheit, die uns jahrelang in den Ohren geklungen hat, der Herr steht vor der Tür, also seid bereit, ist heute nicht weniger wahr als zu der Zeit, als wir zum ersten Mal die Botschaft hörten.